Solange du im ängstlichen Denken, Erwarten oder Festhalten feststeckst, wird sich kaum eine großartige Veränderung im Außen zeigen können, denn Angst bedeutet ja Enge, Begrenzung und Einschränkung. Und wichtig ist es erst einmal, sich bewusst zu machen und sich auch wirklich ehrlich einzugestehen, dass da noch Ängste sind. Doch was machst du dann, wenn du es erkannt hast, es dir eingestanden hast? Was wäre jetzt sinnvoll zu tun, damit du tatsächlich andere Ergebnisse erzielst in deinem Leben? Darum geht's heute im heutigen Video und Podcast. Also bleib dran, in Kürze geht's los. Deine Helga. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ängste und ängstliches Festhalten kennst du wahrscheinlich ganz gut. Verlustängste, Angst, den anderen verlieren zu können, wenn du klar und deutlich sprichst. So wie es eben als Kind oft auch war. Man hat dir den Mund verboten oder wenn du besonders authentisch gut drauf warst, bekamst du Sanktionen. Oder was auch immer dann da geschehen ist, ist ja bei jedem ganz individuell. Allerdings ist all das, was du als Kind erlebt hast und nicht gut für dich abgelaufen ist, abgespeichert worden. Und möglicherweise, und ganz oft ist das der Fall, wurde daraus eine Handlungsweise, eine Denkweise, eine Handlungsstruktur und ein negativer Glaubenssatz. So wie ich bin, bin ich halt nicht gut genug und so weiter. Ängste, wie das Wort ja schon sagt, kommt auch von Enge. Also Ängste begrenzen dich ganz stark in deiner Weiterentwicklung, machen dich energiearm, engen dich ein, lassen dich nicht über dich hinauswachsen und sind natürlich sehr unangenehm, gerade wenn es auch um solche Ängste geht, die auch auftauchen können, je nachdem, was du erlebt hast, dass du in eine gewisse Panik fällst, wenn du alleine oder verlassen wirst. Wenn du als Kind etwas erlebt hast, was es eben ausgelöst hat, du bist als Baby zum Beispiel alleine gelassen worden oder als Kleinkind und hast Panik entwickelt, Angstzustände, diese tiefen Verletzungen können heute immer noch reaktiviert werden, sobald etwas im Außen geschieht und du dich verlassen und einsam und ungeliebt fühlst. Ich kenne solche Panikanfälle, ich hatte es als Kind gehabt. An die kann ich mich sogar erinnern, als ich die hatte. Da war ich zwischen 7 bis 10. Und auch noch in früheren Jahren, da war ich zwischen 5 und 6, habe ich sie auch gehabt. Das heißt, diese Panik und diese Ängste, die ich damals zum allerersten Mal so heftig erlebt habe, sind dann wieder aufgetaucht und wurden wieder reaktiviert, als ich über 20 war. Weil eben damals die Lebensumstände auch sehr unsicher und sehr bedrohlich für mich waren. Und damit konnte dieser Schalter umgelegt werden und ich bin wieder in dieser Panik gelandet, die ich als Kind auch schon hatte. Das heißt, alles, was du als Kind erlebst, wird abgespeichert, kann aber ganz tief verborgen sein. Du fühlst es nicht, du siehst es nicht, doch irgendwann, wenn die Zeitpunkt entsprechend passen, die Zeitpunkte und du entsprechend wieder in ähnlichen Lebenssituationen feststeckst, und Ähnliches erlebst, kann es sehr schnell und leicht passieren, dass du wieder in Ängsten landest. Und damit natürlich wieder im Kindheitsprogramm gelandet bist, von ungeliebt, verlassen, einsam, überfordert oder was immer du auch damals erlebt hast. Das Gute dabei ist allerdings jetzt bist du kein Kind mehr, jetzt bist du erwachsen. Jetzt hast du andere Möglichkeiten, wie als du 4, 5, 6 oder 10 Jahre alt gewesen bist. Das heißt, heute kannst du mit den richtigen Schritten und Maßnahmen und Werkzeugen das drehen und verändern und diese Programme abgeben und neue positive für dich erschaffen. Und wenn du das tust, und es wäre auch gut, es zu tun, denn es ist nie ganz sicher, wann wieder etwas auftritt, das diese Ängste triggert und du schwuppdiwupp
ohne es zu wollen, wieder im Kleinkindmodus steckst und feststeckst und hilflos bist. Also heute im Erwachsenenalter gilt es tatsächlich, diese Entscheidung zu treffen, jetzt ändere ich es ab. Und ohne diese Entscheidung ist es auch nicht zu verändern, denn du als Seele, als Mensch triffst immer diese Entscheidung. Ohne Entscheidung keine Entwicklung. Und jetzt sagst du mir möglicherweise, aber Helga, ich habe mich doch schon entschieden, ich gehe da schon einen neuen Weg. Allerdings irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Ja, nach der Entscheidung, diesen Weg zu gehen, mehr bei dir in die Tiefe zu tauchen und anzugucken, um was es geht, auch die Ängste anzuschauen, bedarf es noch eines schnellen, einfachen und praktikablen Tuns und Werkzeug, das auch gut und schnell funktioniert, dazu noch Freude macht und möglichst auch dir eine schnelle Transformation bringen möge. Ja, das ist das, was ich mir auch gesagt habe vor Jahren schon, weil ich habe ja vieles ausprobiert und vieles hat nicht wirklich funktioniert und irgendwie bin ich immer wieder an den alten Aufgaben dann hängen geblieben, an diesen alten Strukturen festgeklebt und es hat mich langsam etwas genervt. Besonders dann, als meine Dualseele auch noch diese Punkte meisterlich zu drücken wusste, einfach so, und ich dann immer wieder in diesen Schmerzen, in diesen Jammermodus gelandet bin, im wird ja eh nichts werden, bin's ja nicht wert und so weiter, da wusste ich dann, jetzt muss ich mal was Neues kreieren. Etwas, das auch funktioniert und das mich befreit. Und so ist dann die goldene Transformationsenergie, Arbeit, Energie, Kugel entstanden. Und die habe ich in den letzten Jahren immer weiter verfeinert, verbessert, dass sie eine richtig gute Transformationsmöglichkeit bietet, wenn du sie anwendest und regelmäßig nutzt. Und da es ein ganz einfaches 3-Schritte-Programm ist, abbauen, neu bauen, beobachten. Und wenn das mal richtig gut läuft, und nach einiger Zeit läuft das richtig gut. Ich hatte gerade eben heute wieder ein wunderbares Coaching, persönliches Gespräch hier bei mir. Und da wurde wieder voll gespiegelt, wie schön und wie schnell es funktionieren kann, wenn man oder Frau sich committet und sagt, ja, das mache ich jetzt, so mache ich es, genau so mache ich weiter. Und ich gebe auch nicht auf, ich bleibe dran und verändere mich und meine innenliegenden Programme. Dann geht das ziemlich zack zack heute, weil wir haben ja auch eine andere Energie wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Vieles, was vor Jahren noch viel Zeit in Anspruch genommen hat, geht heute viel schneller. Ja, und das kannst du dir zunutze machen. Und wenn du wissen willst, was hat es mit dieser Energiekugeltransformation auf sich, wie funktioniert sie, wäre das auch was für dich, dann melde dich bei mir. Ich schicke dir gerne Infos zu. Oder wenn du schon weißt, es ist was für dich, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder im 1:1 Coaching, Erstgespräch 1 zum Beispiel, oder die zweite Möglichkeit ist, du bist beim nächsten 8 Wochen Intensiv-Schöpferkraft-Workshop mit dabei. Da geht es genau um diese Möglichkeiten. Wie schaffst du es, dich aus allen negativen Programmen, Denken, Strukturen nachhaltig, langfristig befreien? Und dort üben wir diese Transformationsenergiekugel auch. Und es gibt noch drumherum Zusatzwissen, dass wir in diesen 8 Wochen strukturiert durchgehen. Und nach diesen 8 Wochen hast du die Möglichkeit, ganz easy going dein eigenes Leben neu zu strukturieren und weiterzugehen. Außerdem ist in diesem 8 Wochen Intensivworkshop auch sicher ein großer Vorteil der, dass du in der Gemeinschaft bist, dass du dich mit anderen austauschen kannst in der Zeit. Es gibt eine spezielle WhatsApp-Gruppe, gerade für die Teilnehmer, die sich da auch nochmal austauschen und unterstützen gegenseitig. Das ist ein großer, großer Vorteil im Vergleich zum 1:1 Coaching, denn danach bist du erstmal auf dich alleine gestellt und machst dein Ding eben alleine und so bist du eben in einer Gemeinschaft von Menschen, die alle das Gleiche wollen, nämlich ankommen bei sich selbst und raus aus den negativen Handlungen und Strukturen aus der Vergangenheit. Ich sage jetzt erstmal Tschüss für heute, für dieses Video. Freue mich auf Feedbacks von dir, Likes und Anfragen, wenn es für dich richtig und stimmig ist, und
sage erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Helga.